Ihr dürft hier. Genau. Erstmal dürfen alle überhaupt hier gucken, wer überhaupt diese Ideenträger und Geberinnen sind, die hier heute so fleißig gearbeitet haben. Das sind alles jetzt Vertreterinnen und Vertreter dieser Gruppen, die sich bereit erklärt haben, ihre Idee vorzustellen. Wir sind zwar in einem, wir unterhalten uns zwar hier über Digitalisierung, tatsächlich ist das aber ein analoges Ergebnis jetzt an dieser Stelle. Design Thinking prägt sich tatsächlich auch dadurch aus, dass es oft noch sehr analog ist. Wir würden uns freuen, wenn Sie Potenzial in den Ideen sehen und wir dann danach den digitalen Schritt gehen können. So, dann würde ich jetzt das Mikrofon schon mal an dieser Stelle weitergeben. Wer möchte denn, an welcher Stelle darf ich anfangen? Wärt ihr bereit, da links zu starten? Gut, und dann dürft ihr noch ganz kurz auf den Timer warten und dann legt ihr los. Also unsere Lösung Support hoch 2 richtet sich an engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die allerdings in Bezug auf das Thema Digitalisierung sich technisch und didaktisch überfordert fühlen. Die Herausforderung ist, wie können wir auf Augenhöhe Lehrer und Lehrerinnen unterstützen, organisch in ihren Unterricht, in ihren Arbeitsalltag digital gestütztes Lehren und Lernen zu integrieren? Die Idee dazu, wir haben einen Support mit 2 Dimensionen entwickelt. Einmal eine pädagogisch-didaktische Komponente. Eine Person unterstützt ein Kollegium an der Schule. Und eine zweite Dimension, ein IT-Manager, eine IT-Managerin, die technischen Support gibt. Die Technik steht bereit und diese 2 Personen werden dem Kollegium mit Rat und Tat zur Hilfe stehen. Ja, wir haben dann definiert, wie der Aufwand wäre. Da haben wir gesagt, es ist zumindest ein finanzieller Aufwand, der hoch wäre. Die Wirkung wäre ab im Wow-Bereich und wir haben das Kreuzchen dann im How-Bereich gesetzt. Die nächsten Schritte, die notwendig wären, wäre die Definition eines Rollenprofils, sowohl für den IT-Manager als auch für den pädagogischen Coach. Es müsste ein agiles Technikprofil erstellt werden, also dahingehend, dass dieses auch über mehrere Jahre Bestand haben kann, also nicht an der jetzigen Technik orientiert. Es müsste eine Personalakquise erfolgen und grundsätzlich wäre natürlich die Schaffung von politischen Rahmenbedingungen wünschenswert. Notwendig. Wow. Denken Sie daran, jetzt das Kreuzchen zu setzen, wie gut Sie diese Idee finden und dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Pitch. Sie können schon starten. Okay. Ich darf starten? Ja. Okay. Hi, mein Name ist Annika. Ich bin jetzt seit 5 Jahren als Lehrerin tätig für Mathe und Bio an einer Sek-1-Schule und ich habe ein ziemlich cooles Konzept jetzt gerade von einer Freundin von mir empfohlen bekommen. Ich gehe nämlich demnächst zu einer digitalen Tupper-Party. Und ich habe mich direkt in die Facebook-Gruppe auch eingetragen. Es erscheint mir relativ sinnvoll, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Sie hat auf jeden Fall gesagt, ich darf ein bisschen was ausprobieren und ein bisschen was kennenlernen da. Also Konzepte und Tools, die irgendwie mit Lernen im Digitalen zu tun haben. Da kommen ganz unterschiedliche Leute zusammen. Ich habe schon gehört von einer Freundin aus dem Ref von mir, die kommt da auch hin. Das ist ganz cool, ich freue mich ganz doll drauf, die wiederzusehen. Und ich erhoffe mir ein bisschen mehr Sicherheit. Also ich nutze schon so Sachen wie Kahoot oder so, aber ich kenne mich nicht so gut aus und ich erhoffe mir einfach mehr Flexibilität. Ich habe da letztens so ein Video von einem Dirigenten gesehen und so ein ein Dirigent ist ja sehr flexibel, ne? Und vielleicht ist das ein ganz gutes Bild und ich habe noch einer älteren Kollegin auch Bescheid gesagt, von der habe ich super viel gelernt schon und ich hoffe, dass andere von ihr auch lernen können. Ich habe gehört, es gibt Käse und Wein und vielleicht wird es eine ganz nette Sache. Vielleicht mache ich das auch mal und lade die Leute zu mir ein. Ja, kommt doch auch einfach mal vorbei. Cool. Ich möchte noch ganz kurz einen Hinweis machen. Sie sehen in dem oberen rechten Eck dieser Pitch-Plakate die jeweilige zugehörige Nummer auf Ihrem Feedbackbogen.
Die vorherige Pitch war die Nummer 11. Vielleicht können Sie das nochmal korrigieren, falls Sie das anders gemacht haben. Das war jetzt die Nummer 12 und wir gehen weiter zur Nummer 15. Und vielen Dank an dieses Team. Ja, ich bin Melanie, wir waren zu dritt heute und haben unser Projekt Horse Goes Digital genannt und das trifft auch schon so ein bisschen die Zielgruppe. Wir möchten Lehrkräfte, die sagen wir mal Ü55 sind, wie zum Beispiel Horst, für Digitalisierung im Schulunterricht begeistern. Und das war auch die Fragestellung, wie können wir das schaffen? Unsere Idee ist, dass wir durch ein Roboterprojekt in Kooperation mit einer Hochschule und mit Einbeziehung von Studierenden ein Projekt entwickeln, was ein Jahr geht, wo wir ja gemeinsam mit den Studierenden in der Schule im Unterricht Projekttage haben, 90 Minuten, einmal im Monat. Und die nächsten Schritte oder allgemein die ersten Schritte wären die Kontaktaufnahme natürlich erstmal zur Hochschule, schauen, ob da überhaupt Interesse ist, ob Kooperationen möglich sind. Dann das ganze Konzept, die Idee vorstellen in der Lehrerkonferenz mit der eigenen Schule, mit dem Kollegium. Wenn man dann auch den Segen von dem Schulleiter hat, hoffentlich, dann kann man direkt in die Konzeptentwicklung gehen und auch die Kooperationsvereinbarung idealerweise unterschreiben. Jetzt sind wir so ein bisschen fast forward. Das Ganze bedeutet natürlich Termine koordinieren, Verantwortlichkeiten klären und auch die Finanzierung klären. Und das Ganze möchten wir natürlich evaluieren und wenn das alles soweit super gelaufen ist, als Best Practice online stellen, sodass das dann auch andere Schulen oder Hochschulen übernehmen können. Und das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes kommt die Gruppe. Welche Nummer haben wir? Die 14. Die Nummer 14. Los geht's. Hallo, mein Name ist Oliver und ich bin nicht nur ein Nummernboy, der die Pitchplakate von anderen Gruppen hochhält, sondern darf heute hier für Sie die Schule von morgen pitchen. Die Schule von morgen ist ein Konzept oder ist eine Idee, die sich bezieht auf Lehrerinnen, die mit zwei großen Herausforderungen in Bezug auf die Digitalisierung konfrontiert sind. Und das sind die Kriterien Raum und Zeit. Diese beiden Kriterien stellen die Lehrerinnen und Lehrer einmal vor die Herausforderung, das in Bezug auf die Digitalisierung in ihren Unterricht so einfließen zu lassen, dass sie sowohl ihre ursprünglichen Lerninhalte transportieren können, als auch ihrem restlichen Arbeitsleben gerecht werden. Diese beiden Kriterien sind auch die Kriterien, die wir angehen wollen, indem wir die Schule auf eine Fahrt schicken, auf eine Reise schicken, in ein Camp schicken, um dort zu erfahren, was Digitalisierung eigentlich allumfänglich bedeutet. Von der informatischen Bildung über die Robotik bis hin zu Datenschutz oder Anwendungsbeispielen, Medienpädagogik. Und was macht das alles mit den Menschen, die es betrifft? Was macht es mit der Schulklasse? Was macht es mit den Lehrerinnen und Lehrern? All das sind Themen, für die man Raum und Zeit braucht. Und dafür haben wir uns diese Woche überlegt, auf der möglichst die ganze Schule an einen anderen Ort fährt und sich extern begleitet mit diesen Themen beschäftigt. Vielen Dank. Dankeschön. Die nächste Gruppe ist die Nummer Gruppe 1. Los geht's. Unsere Challenge-Problem war, digitale Novizinnen, Novizen sollen kreative Lösungsfindungen im Kontext digitalen Lernens erleben, verinnerlichen und erlernen. Die Idee dazu ist, den kreativen Einsatz mit Medien im Unterricht bei erfahrenen, guten und so weiter Lehrerinnen und Lehrern zu erleben, zu reflektieren und dann auch selbst zu entwickeln. Für die Gruppe ist es in der ersten Phase möglich, also im Lehrer im Studium, ist aber auch genauso für Lehrerfortbildungen und Weiterbildungen einsetzbar. How war auch, dass wir die Wirkung als sehr groß uns vorstellen, der Aufwand aber nicht riesig, aber auch hoch, also es geht nicht so einfach. Und die Idee, um das überhaupt rausfinden zu können, müssen wir erstmal Kooperationen mit eben Netzwerken von Smart-Schulen oder von Schulen oder Lehrkräften, die schon in einem positiven Vorbildfunktion zum Einsatz digitaler Medien im kreativen Lösungsprozess beim Lernen sind, die in Deutschland oder auch im Ausland sein können,
dass wir, solange eben wir noch nicht genügend Schulen vor Ort jeweils für die Studierenden oder Fortbildungsteilnehmerinnen finden, die es auch digital unterstützt, in Videos machen müssen. Dazu müssen wir aber noch Kriterien für guten Unterricht und guten Einsatz eben festlegen. Das wären auch so die nächsten Schritte, da zu unterlegen und noch überlegen, was hätten denn die Lehrkräfte, die da besucht werden oder gefilmt werden oder vorgestellt werden, denn davon, indem sie Badges bekommen, indem sie Auszeichnungen bekommen, Feedback bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr seid alle sehr pünktlich. Wir sind die Gruppe Nummer 3 und haben uns überlegt, eigentlich, was wäre denn, so wie es heute Vormittag angesprochen war, wenn die ganze Technik plötzlich da ist und wir jetzt irgendwie damit umgehen müssen, dann bräuchten wir eigentlich schon das Wissen und die Kompetenzen, damit umgehen zu können. Das heißt, unser Projekt richtet sich eher daran, wie können wir diese digitalen Kompetenzen, die nicht Technik-Knowledge sind, fördern. Und haben uns überlegt, das Projekt CoPro in doppeldeutiger, Sie wissen, was ich meine. Genau, unsere Leitfrage, unser Problem war dabei, wie können wir die Lernstudierenden dazu befähigen, ihre fachliche Expertise zu nutzen und Neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein. Wir erhoffen uns davon, dass sie tatsächlich dadurch auch Verantwortung übernehmen und sagen, hey, wir sind die Lehramtsspezialisten, wir sind die Spezialisten für Bildung, Experten für Bildung und können uns in einem interdisziplinären Team einbringen und echte Probleme lösen. Also ein Open Mindset ist das Ziel. Dafür wollen wir interdisziplinäre Projektarbeit machen, die problembasiert ist an einem ganz realen Problem. Beispiel, wie digitalisieren wir eine Dorfschule, die nichts hat, kein Breitband, kein WLAN, keine Infrastruktur, und Studierende sollen gemeinsam daran arbeiten, und du erklärst uns noch, welche Schritte folgen. Richtig, wir haben uns überlegt, dass es ein uniweites Projekt sein könnte und hoffen, dass wir in einem nächsten Schritt, Pilot-Unis finden könnten, die dazu bereit sind, so eine Art Modul zu entwickeln, wo einfach alle, nicht nur Lehramtsstudierenden, sondern alle möglichen Disziplinen zusammenarbeiten, ein Problem bearbeiten, um dann entsprechende Konzepte dafür zu entwickeln, dass es auch umgesetzt wird und gelöst wird im besten Fall. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Nummer 5. Wir sind Gruppe 5, ja. Genau. Darf ich schon anfangen? Ja. Sie kennen ja bestimmt Referendare aus Ihrem Freundeskreis oder durch Kinder, Bekanntschaften. Und Referendare sind durchschnittlich zwischen Mitte 20 und Mitte 30 Jahre alt, somit innovative junge Menschen, die eigentlich viel machen wollen, aber absolut keine Zeit haben und vor allen Dingen nicht in der Lage sind, zeitlich Digitales in der Schule anzuwenden. Und während bis jetzt sehr kreative Möglichkeiten vorgeschlagen wurden, haben wir jetzt einen Pitch, der jetzt einfach erstmal ganz rapide in die Prüfungsordnung reingehen möchte, und das macht jetzt Reni. Genau, hallo. Und zwar, unsere Idee greift, wie gesagt, dieses Zeitproblem an, und wir schlagen vor, dass den Referendaren von der Prüfungsordnung her gewissermaßen Zeit zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, sie bekommen eine Art Projekt, wo sie während ihres Referendariats eine Unterrichtseinheit oder ein gesamtes Konzept erstellen sollen mit digitalen Medien als Unterstützung, im Optimalfall sogar selbst eine Art digitales Medium produzieren, also eine Lerneinheit oder Ähnliches. Diese soll hochgeladen werden können und als OER allen zur Verfügung stehen. Die soll bewertet werden können, sodass auch andere Leute sich daran orientieren können, ob das gut funktioniert hat oder weniger gut und so weiter und so fort. Ja, richtig. Und wir schätzen an sich ein, dass das super hilfreich ist, weil die Referendare werden ermuntert, sogar gezwungen, das gewissermaßen zu machen. Sie haben ihre Zeit dafür. Allerdings erfordert es halt auch viele Voraussetzungen, und die sind vor allem Ressourcenklärung und die Verankerung in der Prüfungsordnung. Genau. Sehr cool. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir sind von durchschnittlichen Lehrern mit einer durchschnittlichen Medienkompetenz ausgegangen, die aber die Chancen, die digitale Medien, Unterrichtswerkzeuge, Materialien und Tools bieten, gerne nutzen würden, aber das alleine nicht so ganz hinbekommen. Und deshalb haben wir eine professionelle Lerngemeinschaft gegründet, eine professionelle Lerngemeinschaft digital, die in der Schule umgesetzt werden soll, und zwar regelmäßig, die sich bei Bedarf
Experten-Input holt. Also nicht jeder Lehrer weiß alles und weiß, wie alles geht und ist auf dem neuesten Stand. Deshalb sollen sie sich Hilfe von außen holen. Sie sollen vor allen Dingen reflexiv und kooperativ an sich selbst und mit ihren Kollegen zusammenarbeiten, um einfach das, was ihre Kollegen schon an Know-how haben, für sich selber auch nutzen zu können. Sie sollen darüber... Nee, danke. Wir brauchen dafür einen Raum, in dem sie sich kreativ bewegen können, also nicht ein vollgestopftes Klassenzimmer oder Lehrerzimmer. Sie sollen dafür, wenn möglich, zumindest in der Anfangsphase eine Stundenentlastung erhalten, um sich da auch wirklich austoben zu können. Am Anfang bekommen sie ein Training, wie gehe ich miteinander um, wie arbeite ich kooperativ zusammen, was ja viele Lehrkräfte auch noch nicht so ganz in der Lage sind zu tun. Und natürlich die finanzielle und materielle Unterstützung. Das heißt, wenn ich mit modernen Medien arbeiten möchte, muss ich diese Materialien und Medien auch selber schon mal zur Verfügung haben. Und festgestellt haben wir zum Schluss, das müssen wir nicht nur in der Praxis nutzen, das können wir in allen Bereichen der Lehrerbildung anwenden. Vielen, vielen Dank. Und das waren die Tische 9 und 10 gemeinsam, richtig? Nochmal die Tischnummer ansagen. 9. Nehmen Sie einfach die 9. Ja. Okay, weiter geht's. Mit der Nummer? Die Nummer 16. Wir, das sind Ina und Nils, und Ingo hat uns schon verlassen, weil er früher weg musste. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, wer implementiert Digitalisierung an Schulen? Und das sind die Lehrkräfte. Und die Entscheidung, ob Digitalisierung effektiv und sinnvoll ist, hängt stark mit der pädagogischen Haltung zusammen. Um an dieser Haltung zu arbeiten, nicht nur fächerübergreifend, sondern auch phasen- und schulformübergreifend, schicken wir Studierende, Grundschullehrerinnen, Lehrkräfte in berufsbildenden Schulen und eventuell auch Professorinnen und Professoren auf ein Wandercoaching, um sich kennenzulernen und um Ideen auszutauschen zum Thema Digitalisierung. Hiermit können wir nicht garantieren, aber wir können fördern, dass diese unterschiedlichen Strukturen kooperieren und gegenseitig voneinander wissen, was passiert und auch was nötig ist, um in den einzelnen Institutionen erfolgreich zu lernen. Einzelne Maßnahmen dieses Konzepts wären zum Beispiel, Sie bekommen am Anfang ein Coaching, wie Nils das schon gesagt hat, ein Kennenlernen. Danach ziehen Sie als Gruppe von Schule, von Lernort zu Lernort und hospitieren Good Practice, wenn man so möchte, um anschließend gemeinsam Unterrichtsplanung vorzunehmen, gegebenenfalls durchzuführen und auch zu reflektieren. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dann einmal den Transfer in die spezifische Schule finden, darüber hinaus aber auch Anwendung finden, beispielsweise in der Organisation einer gemeinsamen Veranstaltung, auf dem dann alles präsentiert werden kann. Nächste Schritte, erlauben Sie mir die noch kurz anzugehen, die werden eben das als Schulentwicklungsprojekt auszuschreiben, auf das sich Schulen als einzelne Schule, gerne aber auch als regionaler Verbund bewerben können. An der Schulleitung ist es dann einzelne Personen, wir gehen im Moment davon aus, dass es 2 sind, für so ein Projekt zu nominieren. Und es müsste dann eine Institution damit beauftragt werden, eben diesen Prozess weiter zu organisieren und zu evaluieren, damit die Erkenntnisse gegebenenfalls für eine weitere Phase genutzt werden könnten. Danke. Vielen Dank. Wir sind Tisch Nummer 7 und 8. Nicht an, glaube ich. Doch, jetzt. Also wir sind Tisch Nummer 7 und 8 und haben uns auch mit der Zielgruppe der Referendare beschäftigt und haben unserem Projekt den Titel Raus aus dem Ref gegeben. Unsere Herausforderung besteht darin, dafür die Frage also zu sorgen, dass die Referendare nach dem Ref gute Initiatorinnen von digitalen Lehr- und Lernprozessen sind. Wie kann man diese Herausforderung meistern? Ja, und dafür haben wir festgestellt, dass viele der angehenden Lehrkräfte zwar medienaffin sind, aber die Vermittlung von als Initiatoren von digitalen Lern- und Lernprozessen, dass sie das noch nicht wirklich können. Und da haben wir die Konzepte, die das wirklich irgendwie verändern können,
Da wollen wir nämlich die zukünftigen Lehrkräfte in die außerschulische Lebenswelt schicken und dort sie erleben lassen, wie dort die Arbeitsprozesse laufen. Des Weiteren wollen wir sie in ein FabLab schicken. Ist das bekannt? FabLab, Fabrikationslabore, die mit digitalen Produktionsmaschinen die Möglichkeiten gibt, mit einer eigenen Idee entwickeln. So können sie auch neue Lern- und Lernformen ausprobieren. So, die nächsten Schritte, da ist es ziemlich einfach. Wir brauchen eine Pilotregion, wo wir Ansprechpartner finden, sowohl in der Unternehmenswelt, die kann also von großen über mittelständische Unternehmen bis ins Handwerk gehen, als auch zu Hochschulen, die pädagogische Abschlüsse anbieten, Seminarleiter vor Ort, die die Referendare betreuen und natürlich die gerade erwähnten FabLabs oder also da, wo 3D-Drucker und ähnliche Instrumente stehen. Für den Part, wo wir angehende Lehrkräfte in Unternehmenswelt schicken, haben wir eine gute Orientierung. Wir können nämlich auf Teach First zurückgreifen, die genau den anderen Weg gegangen sind, nicht inhaltlich oder qualitativ, aber was die Strukturen und die Organisationsform betrifft. Wir verorten unser Projekt, unseren Prototypen zwischen How und Wow, weil wenn wir das großflächig ausrollen wollen, dann braucht man natürlich ein bisschen mehr auf höheren Ebenen um Strukturierung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, das war's, oder? Dann nochmal einen Riesenapplaus für euch alle zusammen. Ja, wow. Vielen, vielen Dank für die interessanten Impulse und Ideen. Ich hoffe, dass diese Inspiration waren für den einen oder die anderen, weiter darüber nachzudenken, vielleicht aus den jeweiligen Gruppen die ein oder andere Idee mit an den Arbeitsplatz zu nehmen und da weiter sozusagen dran zu arbeiten, vielleicht auch von Seiten der Zuhörenden, dass irgendwas Resonanz erzeugt hat oder man es verbinden kann mit Dingen, über die man schon länger nachdenkt. Dafür ist so ein Kreativprozess wie das Design Thinking natürlich da. Ich kann sagen, von Seiten des Forum Bildung Digitalisierung als Veranstalter, wir werden diese Ideen natürlich mitnehmen. Für uns ist das Thema Qualifizierung auf jeden Fall ein wichtiges, das ist ein Schlüsselthema, ob der digitale Wandel sozusagen in Schule ankommt, gut ankommt und auch dafür sorgt, dass es gute Schulen in der digitalen Welt gibt oder nicht. Deswegen werden wir dazu, sind auch gerade schon dabei, zusammen mit Schulen verschiedene Produkte zu entwickeln und so weiter und wollen das auch ausbauen und sind deswegen sehr dankbar für diese vielen Ideen, die heute geliefert wurden. Wir haben ja auch diese Feedbackbögen ausgeteilt, wenn Sie da an der einen oder anderen Idee noch mal weiter drüber nachdenken wollen, in Kontakt vielleicht auch kommen wollen mit denjenigen, die das an dem Tisch diskutiert haben. Lassen Sie einfach Ihre Kontaktdaten auf diesem Zettel drauf, trotz Datenschutz und so weiter. Wir gehen da pfleglich mit um, haben wir Ihnen ja alles versichert und so weiter mit der Datenschutzerklärung. Da können Sie sich drauf verlassen und dann werden wir natürlich auch ermöglichen, dass Sie an diesen Ideen weiter mit nachdenken können. Jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Zum einen allen Mitwirkenden, den Moderatorinnen und Moderatoren heute Nachmittag aus der Design Thinking Phase, den Referentinnen und Referenten von heute Vormittag, den Organisatorinnen und Organisatoren hinter den Kulissen. Es waren insgesamt so viele Leute, dass ich jetzt keine Namen nennen möchte. Aber natürlich Ihnen allen, dass Sie hier waren, dass Sie sich auf diesen kreativen Prozess eingelassen haben, Ideen ausgetauscht haben, miteinander in Begegnung gekommen sind. Ich hoffe, Sie gehen, wenn Sie rauskommen, das ist ja noch so eine Frage, das wissen wir ja nicht, aber wir gehen mal davon aus, dass es wieder irgendwann klappt. Sie gehen mit einem beschwingten Herzen nach Hause und vielleicht mit der ein oder anderen Idee mehr. Vielleicht können wir noch ein bisschen was zum Schwung beitragen, indem wir Sie auf ein Glas Sekt einladen, das jetzt dann heute gleich hier vorne vorbereitet wird. Hier gibt es um 18 Uhr, glaube ich, eine Folgeveranstaltung, Parlamentarischer Abend des VDIs zum Thema Industrie 4.0, glaube ich. Wenn ich, oder? Stimmt?
stimmt ungefähr. Ja, da sehe ich so ein Jein. Also wenn es Sie interessiert, es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, so wie das ganze Programm der Themenwoche ja ein sehr spannendes ist, können Sie auch noch dann in Verhandlung mit den Kolleginnen und Kollegen, die da oben stehen, gerne ein bisschen länger bleiben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Abend. Kommen Sie gut nach Hause, erstmal nach draußen auf den Pariser Platz und dann, wo auch immer Sie hinwollen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf einer Veranstaltung des Forum Bildung Digitalisierung. Hier ist noch die Zettel vorne am Ausgang abgeben bei den netten Kolleginnen und Kollegen des Forums. Genau. Oder jemanden eures Vertrauens mitgeben. Schönen Abend.